Ufer heißt die Fähre über Weser am Silval, die musst du nehmen, wenn du darüber willst. Mit der Fähre geh nicht über die Brücke, nimm die Fähre. Schnell im Kaffeesand was zu trinken bestellt, an der langsamsten Theke der Welt. Hier kannst was erleben, nur hier ist es so, das gibt's nur in Bremen und sonst nirgendwo. In Bremen ist die Sache mit der Fähre vor allem eine Frage der Ehre. Geh nicht über die Brücke, nimm die Fähre. Und wenn der Captain gute Laune hat, dann dreht er das Schiff mit seinem Steuerrad. Und er macht eine extra Runde auf der Weser klar. Und wir sind glücklich und wir freuen uns, denn Hallöver, die Fähre, unsere Weser-Rakete, die ist wie wir, die ist wie Bremen, die ist nicht Etepetete. Hallöver, die Fähre, unsere Weser-Rakete, die ist wie wir, die ist wie Bremen, die ist nicht Etepetete. Ob der Captain klar ist oder voll bis zum Kragen, die Fähre kommt immer an, da kannst jeden fragen. Doch leider geht's der Fähre finanziell ziemlich schlecht. Aus materiellen Gründen reicht das Geld eben nicht. Schuld sind die, die sich in der Neustadt mit dem Bus bringen lassen, weil sie schlechte Menschen sind, die unsere Fähre hassen. Schuld sind die, die ihren Mors immer über die Brücke rüberschieben, weil sie böse sind und unsere Fähre nicht lieben. Darum mein Vorschlag hier an dieser Stelle. Ich meine, ich will ja niemanden aufhetzen, aber muss im Leben nur mal Prioritäten setzen. Sprengt die Wilhelm-Kaisen-Brücke in tausend kleine Brückenstücke. Und auf einmal ist es den Leuten was wert, dass Hallöversee über die Weser fährt. Sprengt die Wilhelm-Kaisen-Brücke in tausend kleine Brückenstücke. Und auf einmal ist es den Leuten was wert, dass Hallöversee über die Weser fährt. Die Brücke weg, die Fähre ran, das ist das Beste, was man machen kann. Hallöver, oh, 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 Hallöver, Hallöver.